Typ. Hier. Ich muss einmal die vordere Hälfte meines Baguettes hier abmachen. Ich habe gerade eine sehr komische Idee. Ich glaube, der Hund ist gerade vom Bett gesprungen. Ich bin gleich sofort soweit. Ich mache hier gerade mein Brötchen ein bisschen fertig. Ich habe nämlich eine andere Idee, wie ich meine Bruschetta essen kann. Ohne dass ich mich vielleicht komplett einsaue. Was ich jetzt eigentlich schon getan habe, aber egal. Es gibt sehr seltsame Arten, sein Essen zu essen. Isst du erstmal in Ruhe? Nee, alles gut, alles gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass gleich die Hälfte rausfällt. Nee, geht. Den Pre-Order-Boni habe ich mir auch gleich geholt. Dass ich die Flüge wenigstens auf einer Plattform habe. Ja, die Flüge sind echt geil. Die Flüge sind echt richtig, richtig geil. So. Bereit ins ne fürs Nebelgebirge, so. Ich würde ja meine gerne rübergeben, aber geht leider nicht. Oh, sieht das schön aus. Weiß nicht, ob ich hier hin muss. Guck einfach gerade mal. Kann auch sein, dass ich hier falsch bin. Hier ist Arwen. Aber Arwen hat schon recht große. Ha. Sie sieht schon leicht gräulich aus. Okay, aber wir haben Arwen gefunden. Nett. Das ist alles verwirrend hier. Schnee. Das Nebelgebirge. Alter, ist das schön. Nebelgebirge. Alter. Das sieht aber ganz schön verzweigt aus. Eieieiei. Täler des Anduin. Region. Okay.
Level 40. Wohin geht das Gebiet jetzt? Bis 50. Indem ich verzweifeln werde, weil ich ständig nach dem Gebirgen hängen bleiben werde. Ich befürchte es auch. Ich befürchte bei mir genau das Gleiche. Geloinslager. Bingo-Abzeichenhändler. Morgen kann ich mir wieder Schlüssel. Nee, ich leider nicht. Also doch, ich könnte mir Schlüssel holen, aber ich lasse es gerade noch. Ich habe viele Sachen auf meinen Reisen. Hellbraune Ziege. Okay, wir kriegen jetzt eine hellbraune Ziege von dem Bingo-Abzeichen. Ach, warte mal. Ihr habt doch hier noch die Bingo-Quest. Eigentlich. Ah, okay. Magsteinmeister, Heiler und Vorratshändler. Ja, Magstein lasse ich erstmal den Bruchteil tatsächlich. Gloin. Nicht trödeln! Nicht bummeln! Ein Nazgul, einer der neuen Ringgeister, von denen sie in Elrons Rat gesprochen haben. Ich habe noch nicht vergessen. Gut. Wie einer dieser Reiter damals am einsamen Berg mit honigsüßen Worten zu uns gesprochen hat. Was ist das für ein Gift? Sie wollten, dass wir den alten Bilbo Beutlin an Mordor verraten. Ich werde euch so gut helfen, wie ich kann, obwohl mir Dain eine andere Aufgabe aufgetragen hat. Ich kann euch allerdings ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Ich muss mir mal den Skillbaum für meine Klasse raussuchen. Ich habe ihn die ganze Zeit hier bei mir offen. Also für meine Klasse. Damit ich nicht immer alles suchen muss. Ich hab da aber diesmal wieder nichts für mich. Das ist eine Keule, okay. Ihr sagt also, dass Elrond Bilwisse erwähnt habe, die sich von seinem Standort aus hierher bewegen sollen. Das überrascht mich nicht. Ich bin ein paar lästigen Bilwissen über den Weg gelaufen, als bei Thorins großer Suche das Nebelgebirge überquert habe. Zu jener Zeit wurden wir heftig von Bilwissen bedrängt. Nun, es sieht so aus, als würde dieses üble Wesen in letzter Zeit sogar noch mehr im Aufruhr, und vielleicht ist euer Reiter ja der Grund für diese Aktivitäten. Einer der Speer hier berichtet, dass sie sich weit von ihren Löchern in Richtung Osten entfernt haben. Er sagte auch, er habe sie den Namen Gursmat singen hören. Zweifellos handelt es sich dabei um ihren Anführer. Ja genau, dies muss getan werden. Vernichtet diesen Gursmat und die Bilwisse werden dadurch so in Verwirrung geraten, dass sie für niemanden mehr ein Problem darstellen. Vielleicht findet ihr auch die Spuren dieses Reiters, nachdem ihr sucht. Macht die Bilwisse vorher im Norden, Nordosten entlang des Pinas Fenui ausfindig. Tief in ihrem Innern eines Lagers werdet ihr wahrscheinlich Gursmat finden. Ich wünschte, ich könnte euch noch mehr helfen, aber wie schon gesagt, ich muss mich um eine dringende Angelegenheit kümmern, die mir Dain aufgetragen hat. Okay. Nicht trödeln! Nicht bummeln, immer noch. Das Alter ja an sich auch nicht. Man kann ja die Skillpunkte trotzdem noch umändern, meine ich. Man kann sie dann ja auch wieder neu verteilen.
Okay, Schneekreaturen. Ja. Das vom an oder drücke ich hier die Tasten nur für umsonst? Ich weiß nicht, ob ich den Schneelux auch umbringen soll. Nee, Schneelux tatsächlich nicht. Aber die hier. Huch. Zwergeneisen. Gefunden. Sehr gut. Noch mehr Zwergeneisen. Bloß alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. So, die Öhrchen kann ich abmachen. Stunde ist rum. Schneelauerer. Und den brauche ich nur 4, ne? Einmal. Und zweimal. Nee, Luxe brauchen wir immer noch nicht. Damit Reliktfragmente. Ah, kriege ich auch von denen. Okay. Ach ja, die Ziege wollte ich mir ja einmal. Ach Gottchen, die ist ja süß. Gary! Nein, die Ziege heißt Gary! Gary, die Ziege! Will ich nicht sagen, aber die PS4 klingt wieder wie ein Flugzeug. Aber Flugzeuge sind doch toll! Naja, vielleicht hebt deine PS4 ja irgendwann mal ab. Vielleicht macht die irgendwann mal so einen kostenlosen Rundflug. Nee, ist gerade gelandet. Wird wieder leiser. Wenigstens etwas. Ich glaube, die Katzen prügeln sich gerade. Sind wir schon wieder Rambozambo. Und wir sind bei 14 Stunden. 4,5 Stunden noch. Ich muss ja sagen, ich freue mich tatsächlich auf mein Bett nachher. Hm.
Da, so eine Schneekreatur. Ja, meine müsst ihr auch mal updaten. Meine PS4. Sie würden schon eigentlich auch gleich durchmachen. Nö. 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 Nee. Einfach nein. Ja gut, wenn es so kommt, der kommt's. Und dann schon. Ich weiß gar nicht. Je nachdem, wann ich morgen wach werde, muss ich noch zur Apotheke. Je nachdem, wie es frisch ist, geht. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ob ich zu dem Zeitpunkt noch in der Lage bin. Ob ich noch in der Lage bin, zur Apotheke zu laufen. Und dann, wenn ich von der Arbeit komme, 24 Stunden wach. Pff. Jetzt hätte ich auch gleich einen 24-Stunden-Stream machen können. Aber für 24 Stunden, das kriege ich nicht hin. Und bei 24 Stunden bin ich echt raus. Ich glaube, das. Da muss ich echt eine gute Woche haben, sage ich mal so. Dass ich 24 Stunden nochmal packe. Weil das letzte Mal, wo ich 24 Stunden gemacht habe, das war echt. Das war hart. Das war sehr, sehr hart. Das Speicher, was ist das denn? Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt. Oh, wo wird zu niedrig? Bei mir ist es halt einfach nur das blöde Hin- und Hergelaufe. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dass er keine mehr Be Rippe bekommt. Männergrippe hin oder her. Kerle sind sowieso am Jammern, wenn sie krank sind. So muss meiner. Wobei es auch ganz niedlich ist. Aber ich glaube, er hat einfach immer nur so ein schlechtes Gewissen. Weil er halt recht oft krank ist. Und er sich, glaube ich, lieber um mich kümmert, als dass er möchte, dass sich um ihn gekümmert wird. Ich glaube, so würde ich das erklären. Er mag es nicht, krank zu sein. Während ich es tatsächlich gar nicht so schlimm finde, krank zu sein. Weil dann habe ich einen Grund, im Bett zu bleiben. Wirst du nicht jammern, wenn du fast rausgehst. Von einer Grippe, von so einer leichten Sommergrippe oder von so einer Magen-Darm-Grippe, fange ich doch nicht an zu jammern. Nee. Das schon. Beiß die Zähne zusammen. Steht also durch und dann ist gut. Ich sitze da nicht und sage, oh, mir geht's doch schlecht. Nee. Wegen der Männergrippe. Ja, trotzdem. Männergrippe ist eine ganz normale Grippe. Männergrippe. Also wirklich. Nee, ich habe da kein Verständnis für. Klar, wenn es einem schlecht geht, ja. Aber nicht anfangen zu heulen und hier jammern wie ein vierjähriges Kind. Irgendwie, nee. Da habe ich kein Mitleid mit. Das ist eine beinahe Toderfahrung. Ja, genau. Ist klar. Der Grippe. Der Bar. Hackt's. Nimmst ein paar Medikamente, ein Bolo. Bisschen Tee, mummelst dich in dein Bett ein, schläfst die Tage durch, sofern es geht. Und gut ist. Man sieht dann schon, dass. Alter, jetzt hör aber mal auf. Also wirklich. Wenn eine Frau krank ist, müssen wir trotzdem noch die Kinder zur Schule bringen, kochen, sauber machen, arbeiten. Müssen wir trotzdem noch machen. Und wir sterben davon auch nicht.
Das Leben. Alter! Iris, jetzt ist es aber echt soweit. Das Leben zieht an einem vorbei. Also wirklich. Nein! Einfach nein! Unglaublich. Sag mal. Nee, 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 nee. So nicht. So nicht. Nein! Nein, einfach nein. Ich lege ein sehr, sehr großes Veto ein. Und das ist da hinten, aber da muss ich ja noch nicht hin. Mein weißes Fett erkennt man gar nicht auf dem weißen Grund. Was weht, worum geht's? Um die Männergrippe. Es geht um die Männergrippe. Um den beinahe Tod. Die tödlichste Krankheit auf der Welt. Ja, genau. Genau. Klopfe, zackt. Ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Diese Kreaturen waren unglaublich wild. Und ich denke, ich kann mit Sicherheit behaupten, dass jeder Hobbit, der dieses Buch vor dem Zu-Bett-Gehen lesen will, von schrecklichen Schneekreaturen und furchterregenden Schneelauerern träumen wird. Sogar im Sommer. Wir sollten nun noch weiter nordwärts reisen, wenn ihr dem Aufstieg gewachsen seid. Lasst uns nordwärts zum nördlichen Brünenquell reisen. Seht ihr die Markierung auf dieser Karte? Von nun an wird unsere Reise noch gefährlicher werden. Möchte ich wetten. Und das ergibt sich ja eine gute Geschichte. Bin mal raus, viel Spaß und schlaf gut. Schlaf gut, Mira. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für den verschenkten Sub. Und nochmal viel, viel Spaß mit der Tasse dann, sobald ich sie abgeschickt habe. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und eine schöne Woche natürlich. Hoffe, die Tasse bereitet dir sehr viel Freude. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? So. Jo. 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 Okay. Achso, das ist ja hier keine Hauptquest. Wo geht denn die Hauptquest weiter? Ich finde das Bildeslager. Ach, da hinten. Da geht's nach Bruchtal zurück. In der Bruchtal wollen wir noch nicht. Das machen wir erstmal weg. Wir machen erstmal das andere. Immer noch Rang 5. Ja, dachte, wir wären vielleicht schon langsam mal Rang 6. Leider müssen wir immer noch warten. Siegt Bären im Nebelgebirge. Die Bären des Nordens. Das ist ein Schneebüffel.
Dich brauche ich nicht. So. Noch mehr Zwergeneisen. Hier gehen wir bestimmt wieder. Ja. Ja. Ja, tun sie. Aber noch nicht genug, als dass ich sie sende. Ich sammle erstmal wieder ein bisschen, bis ich den ganzen Batzen senden kann. Ja, ne? Reicht dir der Kur und dir Gäste erstmal oder brauchst du noch mehr? Also Kur reicht auf jeden Fall. Gäste glaube ich auch. Gäste müsste meine ich auch reichen. Ich glaube, das nächste, was ich brauche, wenn ich es richtig gesehen habe, sind jetzt tatsächlich Pilze. Das ist das nächste, was ich brauche. Leider. Zwiebeln habe ich auch genug. Die kann ich schon machen, die Pilze. Ah, okay. Sehr gut. Aber hat noch Zeit, hat noch Zeit. Muss ich erst mal gucken, wofür ich die dann genau brauche. Ich glaube, ich habe 3 Rezepte, wofür ich sie brauche. Muss gerade mal gucken. Komme ich an meine Decke ran? Ja. So langsam wird mir nämlich doch ein bisschen kalt. Weil nachts gehen immer noch die Heizungen aus. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Deswegen ist es doch etwas kühl gerade. Oh Gott. Das mache ich. Das mache ich. Oh Gott. Oder ich muss mich einmal kleiner machen. Das heißt, ich muss die Cam einmal runter. So. So. Nee. Etwas verdimmen. Kabel durchziehen. Du hast jetzt hier auf dem Kopf, du bist ein Döner. Oh Mann. Ja, jetzt geht's los. Jetzt ist es soweit. Du bist eine komische Leitkuh, Büffel-Leitkuh. Die brauche ich nicht.
3 Bärenbräu noch. 8 Felle habe ich schon. Für dich. 8 Felle. Geh nochmal weg. Ja, das mache ich. Das mache ich. Bin ich auch gerade erstmal noch in dem Gebiet ein bisschen zugange. Mal sehen, wie viel ich habe, wenn wir nachher Feierabend machen. Beziehungsweise, falls wir das Spiel nochmal wechseln sollten. Was hier durchaus sein kann. Gucken wir mal in die Schneewehe rein. Na toll, haben wir nicht die passende Aufgabe für. Lecco mio. Dann halt nicht. Ja. Wenn die Schneewehe nicht will, ne? Dann nicht. Rest von Glorians Lager aus. Wir gehen nur zum Gebiet nördlichen Bruinquells im Nebelgebirge. Ja, machen wir mal. Ein blöde Schneewehe. Schneewehe, ja. Die ist echt doof. Nur noch Ansprüche. Die Korkur in einen Hinterhalt geraten. Der Zwerg scheint vor kurzem in einen Kampf verwickelt gewesen zu sein und kann kaum sprechen. Seine Wunden sind sehr schwer. Seid ihr helfen? Stößt er mit letzter Kraft davor. Korkur, Überfall. Seine Schmerzen sind zu stark, er kann nicht weiterreden. Dieser Bursche muss in einen Kampf verwickelt gewesen sein. Wir müssen ihm helfen. Das tun doch Helden, oder? Bingo hat überlegt, einen Augenblick, dann hält sich seine Miene auf. Ich weiß, was wir tun können. Ich habe gehört, dass Tiere ein Gespür dafür haben, welche Kräuter und Wurzeln ihnen zur Nahrung und Heilung gereichen. Ich möchte wetten, dass Willem Wollhaar genau dieses Gespür besitzt und euch sagen könnt, ob ihr gerade auf gesunde oder ungesunde Kräuter blickt. Ihr solltet die Hänge der Gebiete des Bruinquell nach Kräuterbüffeln absuchen und herausfinden, ob Willem euch etwas zu ihnen sagen kann. Ja, bestimmt kann er das. Ach du Scheiße. Sind ja überhaupt nicht viele. So, dann missfällt ihm das Kraut. Okay, das Kraut ist es also nicht. Aber irgendwie auch mal wieder schön in einem Schneegebiet zu sein, oder? Das ist echt gar nicht schlecht hier. Nicht sagen. Es wird wahrscheinlich nur irgendwann sehr eintönig.
Weil man sich im Schnee halt auch null zurechtfindet. Willem Wollhaar. Mal was anderes, ja. So nach dem immergrünen Sachen. Behandelt den verwundeten Zwerg mit dem Heilkräuter. Ja, sehr gut. Hier fuhr den. Jetzt doch noch einen geschmückten Tannenbaum. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Stelle ich mir zumindest schwierig vor. Aber vielleicht findet man ja hier noch ein paar Mounts. Seine Wunden sind zu schwer, als dass er sprechen könnte, aber er scheint zu verstehen, dass ihr ihm helfen wollt. Ihr verabreicht ihm eine Kräuter. Kompresse und nun wird seine Heilung nur noch eine Frage der Zeit sein. Auf die eine oder andere Weise. Dieser Zwerg hatte großes Glück, dass wir rechtzeitig vorbeigekommen sind.